Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Ja, ich bin so oft schon gefragt worden, sag einmal, du benutzt so viel und bist du so richtig fertig bist mit deinem Make-up? Das dauert doch, das dauert doch. Ich bin von morgens ein Langschläfer, ich stehe immer auf die letzte Sekunde auf und da habe ich gar nicht so viel Zeit und ich möchte aber trotzdem hübsch aussehen und kannst du uns nicht mal zeigen, wie ein schnelles Tages-Make-up geht, was in einer Zeit ist, wo man das auch schafft, nebenher vielleicht noch schnell einen Kaffee trinken, um dann zur Arbeit zu gehen, zu einem Termin zu gehen, was auch immer zu machen. Vielleicht auch für diejenigen, die ein bisschen verschlafen haben, aufstehen und denken, und ich müsste aber jetzt auch schon geschminkt schnell zur Arbeit gehen. Dann kann man das alles nebenbei machen. Und genau um so ein schnelles Tages-Make-up. Über 50, über 60 geht es heute bei mir in meinem Video. Ich habe schon als erstes meine Haut mit Feuchtigkeitscreme bearbeitet, weil das lasse ich immer im Moment einziehen. Könnt ihr dann auch mal, indem ihr aufsteht, schnell duscht oder schnell euch wascht, wenn es mal schnell gehen muss. Und dann gleich euer Gesicht eincremen, dann macht ihr euch ja ganz schnell einen schönen Kaffee. Und in der Zeit, wo ihr den ersten Schluck trinkt, zieht schon mal die Feuchtigkeitscreme ein. Wir lassen heute alles andere weg. Wir benutzen keinen Primer, kein Contouring, kein Nix. Wir wollen wirklich mal ein ganz schnelles, schönes Tages-Make-up machen. Ja, und ich persönlich für meine Haut nutze da unwahrscheinlich gern die Produkte von Make-up Coach. Ich habe hier den Weichzeichner. Ich habe den dunklen und den mittleren, glaube ich, oder sogar den hellen, das weiß ich gar nicht, gibt es in drei Tönen. Und der dunkle ist mir zu dunkel, der helle ist mir zu hell. Und dementsprechend nehme ich jeweils erst einmal einen Pum-Pup, vermische das ein bisschen und tupfe mir das auf dem Gesicht auf. Gar nicht so sehr den Hals mit. Und wenn ich denke, es ist genug, dann nehme ich den Weichzeichner und verteile das schön auf meinem Gesicht. Ich bin nicht gerne damit behaftet oder nicht behaftet. Ich nehme nicht gerne meine Hände, aber heute muss es schnell gehen. Und ich möchte ein bisschen frisch aussehen, weil vielleicht habe ich verschlafen, vielleicht bin ich ein Langschläfer und schlafe bis auf die letzte Minute. Und das habe ich auch früher übrigens gemacht. Heute bin ich ein absoluter Frühaufsteher. Aber früher habe ich wirklich extremst lange geschlafen. Noch in meiner Lehrzeit. Und da bin ich auch schon geschminkt gewesen. Und auch da habe ich extrem lange geschlafen und dann hat meine Mutter schon gesagt, machst du, dass du jetzt aus dem Bett kommst. Ja, und dann habe ich wirklich ab ins Bad, schnell überall gewaschen, wo es wichtig war, weil wir haben immer meistens abends geduscht und dann habe ich eben das schnelle Programm gemacht, meistens mein Frühstück am Bett, habe mich angezogen und nebenbei habe ich mit einem Spiegel behaftet, schnell alles geschminkt. Und das ging dann auch in sogenannten 5 Minuten. So, jetzt habe ich von Make-up Coach die Peekaboo Palette, um mir so ein bisschen wenigstens auf die Schnelle meine kleinen Unebenheiten abzudecken. Ich kann damit natürlich auch ein bisschen meine Augenringe vom Verschlafen gleichzeitig ein bisschen abdecken. Oder ein bisschen Schattierungen raufbringen, wie man so schön sagt. Das Ganze dauert nicht lange. Immer dran denken, die Blonden hier die Finger nehmen und hier an den Seiten in die Haare ein bisschen einarbeiten, damit das nicht aussieht wie ein Rand. Hier brauche ich gar nicht viel, weil ich nehme ja meistens abends mein Selbstbräunungs-
Creme, sodass ich immer ein bisschen frischer bin. Ja, jetzt kommt ein Pinsel in Einsatz, nämlich um alles ein bisschen abzupudern mit dem Zauberpuder von Make-up Coach. Zwischendurch trinkt man natürlich immer noch mal einen Kaffee. Damit das Ganze auch hält. Wenn ich euch erzähle, dass ich früher tatsächlich nicht aus dem Bett gekommen bin, das glaubt mir heute kein Mensch mehr. Aber so ändert man sich und seine Gewohnheiten im Laufe des Lebens. So, schnell muss es gehen, habe ich also immer meine kleinen Dinge hier im Ansatz. Heute gibt es nur ein bisschen Rouge und das mache ich mit dem Sonnenkussmixer von Make-up Coach. Mit dem gleichen Pinsel ruhig, mit dem ich den Puder aufgetragen habe, den kann ich ja heute Abend waschen. Dann schaue ich mich an, schaue an, was ich habe und ich wähle wieder die sogenannte Variation aus allem etwas heute, damit ich recht frisch aussehe. Gehe ich ein paar Mal durch alle Farben. Man muss nämlich nicht die einzelnen Farben nutzen und schon gar nicht, wenn ich verschlafen habe und andauernd auf die Uhr gucke, oh, passt es? Dann nehme ich einfach die ganzen Farben und habe ein schönes, frisches Aussehen. Man kann nämlich Farben mischen. Es ist nicht festgelegt, dass man die Farbe, die Farbe, die Farbe nimmt. Ich gehe da aber ein paar Mal durch und dann habe ich ein schönes Aussehen. Dann nehme ich den Smoke Liner, den Gel Eyeliner von Make-up Coach und zwar in Braun und werde mir auf die Schnelle natürlich meine Augenbrauen nachziehen. Das Verschlafene geht übrigens schon mit dem ersten zwei Produkten raus aus dem Gesicht. Kein Mensch würde mir jetzt schon mehr ansehen, dass ich heute vielleicht verschlafen habe oder ein sogenannter, oh, ich stehe auf die letzte Minute auf. Bei mir hat das früher total gut geklappt. Immer dann manchmal meine Haare noch zusammengenommen. Fertig ist die Laube. Augenbrauen sind auch fertig. Zwischendurch gönnt euch immer den Schluck Kaffee. Mache ich auch. Und jetzt geht es auch schon an die Augen. Und da nehme ich heute natürlich, weil es auf schnell sein muss, die Palette von Make-up Coach Romantische Augenblicke. Dann nehme ich erst einmal auch die kleinen Pinsel von Make-up Coach. Ich finde sie so schön. Den kleinen schrägen, die fürs bewegliche Lid, Schlupfi-Pinsel und einen Applikator. Und damit kriege ich das ganze Make-up super hin. So, das sind ja die traumhaft schönen Farben. Und ich fange natürlich mit dem beweglichen Lid an. Heute passt zu meinem Kleid ruhig mal ein bisschen was Dunkleres. Da nehme ich die Farbe Romantik Rosé und das trage ich mir aufs bewegliche Augenlid auf. Ich muss meinen Spiegel ein bisschen anders stellen. Ja, ihr könnt mir ja ruhig mal schreiben, wem von euch es auch so geht, dass er gerne noch bis auf die letzte Minute schläft und alles ziemlich schnell macht. Heutzutage, wie gesagt, kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Heutzutage, also nicht nur seitdem ich auf Rente bin, sondern auch schon seit vielen, vielen Jahren, stehe ich gerne so früh auf, um mir für alles Zeit zu lassen. Und um, falls ein kleines Malheur passiert, auch noch die Zeit zu haben, mich umzuziehen. Mein Gott, wie war das früher? Da hatte ich dafür keine Zeit. Und dann schwuppdiwupp musste ich mit einem fleckigen Pullover schnell noch mit dem Föhn ran, vorher mit Wasser abgewaschen und dann los. Ich hatte gar keine Zeit, mir noch Sachen rauszusuchen. Ja, dann nehme ich die Farbe Latte Macchiato. Latte M steht ja. Und gebe ihn mir in die Lidfalte und verblende ihn nach oben hinaus.
Und zwei wunderschöne Farben, die passen auch heute zu meinem Outfit. Ich sitze hier und draußen regnet es und regnet es und regnet es. Also, man hat schon gleich gar keine Lust, überhaupt rauszugehen. So, und dann gehe ich in die hellste Farbe mit dem Finger und verblende es nach oben raus. Na, einfach ziemlich schnell. Ich kann euch nur die Empfehlung geben oder den Tipp geben, wenn das wirklich mal so ist, sucht euch harmonische Farben, weil da ist es völlig wurscht, wenn auch alles nicht so richtig funktioniert oder richtig klappt, dann ist es egal, dann braucht man da keine Sorge zu haben, dass irgendetwas irgendwo schief geht, weil diese Farben lassen sich so super gut verblenden. Da ist das gar kein Problem. Mit dem Applikator mache ich nur ganz schnell meinen Augenblick. Das heißt, hier den inneren Augenwinkel ein bisschen heller. Strich mal gucken. Ja, einfach nur so ein bisschen. Im Augenwinkel. Und dann nehme ich den kleinen schrägen, gehe ebenso in die Farbe Latte Macchiato, ziehe mir unten am unteren Wimpernrand die Farbe von außen mit dazu, dass es ein schöner Übergang ist. Also wenn ich hier nicht so viel erklären würde, ich sage immer, das ist ein 5 bis 7 Minuten Make-up, was tagestauglich ist. Ich sehe trotzdem gut aus und ich habe aber ein Aussehen, was durchaus tragbar ist und ich muss nicht verschlafen losgehen. Ich nehme noch einmal den Smoke Liner Eyeliner in Braun und gib mir auf den unteren Wimpernrand zwischen die Härchen ganz schnell ein bisschen dunklere Farbe und verteile es ein bisschen, damit das Auge kräftiger aussieht und zwar mit dem Applikator, den ich vorher benutzt habe. Ihr seht es selber, das Auge sieht sehr viel offener aus. Ich habe euch angelogen. Nicht in Braun, sondern in Lila. Sorry, falls es jetzt jemand aufgepasst hat. Genau das wollte ich auch. Braun gesagt. Aber es ist der Smoke Eyeliner von Make-up Coach. Lila natürlich, um den unteren Wimpernrand nicht in Braun. Kann man auch in Braun machen, also Hauptsache ein bisschen dunkler. Man könnte ihn auch in Schwarz machen, aber ich finde, bei so einem zarten Tages-Make-up sollte man dann unten nicht schwarz nehmen, weil das ist dann wirklich zu hart. So, wer gerne möchte, kann dann mit Schwarz noch die Wasserlinie machen. Ich mache sie nicht, weil ich hab ja heute so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich verschlafen habe und dann möchte ich meine Augen nicht noch kleiner machen. Dann nehme ich den 3-Look Nano Mascara von Make-up Coach und mit einem der feinen Bürstchen um die Wimpern nur ein bisschen aufzufächern, weil ich habe gar nicht so viel Zeit. In 10 Minuten geht mein Bus. Ich muss noch mein Auto frei schippen vom Schnee. Muss vielleicht noch ganz schnell mir ein Pausenbrot machen. Übrigens, das habe ich früher tatsächlich immer abends gemacht. Ich habe mir abends mein Pausenbrot, dazu hat mich meine Mama schon angeleitet,
Während der Lehrzeit musste ich mir das ja alleine machen, weil mir ja das, was meine Mutter gemacht hat, nicht geschmeckt hat. Die hat mir nur alles besorgt. Und dann hat sie abends drauf bestanden und hat gesagt: Mädel, mache dir dein Pausenbrot. Weil ich hatte ja am Anfang 2 Stunden Mittagspause. Und ich hatte, wo ich gelernt habe, in dem Friseursalon, das waren keine 10 Minuten von zu Hause. Da konnte ich dann mittags noch weg. Aber im dritten Lehrjahr hatte ich nur noch 1 Stunde Pause, weil sich die Arbeitszeiten ein bisschen entlastet haben. Wenn man es auf 1 Stunde, und da hätte es sich wirklich nicht gelohnt, nach Hause zu rennen, ein Mittagessen runterzuschlingen und wieder loszurennen. Und dann habe ich mir immer etwas für die Pause mitgenommen. Und da hat meine Mutter schon zu mir gesagt: Du machst dir das alles abends fertig. Ich habe zwar manches Mal gemurrt ohne Ende und habe gesehen: Ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust. Und dann hat sie gesagt: Das geht nicht um Lust, es geht einfach darum, dass ich dich kenne. Du schläfst morgen wieder, wer weiß wie lange. Und dann hast du keine Zeit. Und das war jedes Mal total top. Wenn ich mit allem fertig war, dann bin ich nach vorne gerast, habe schnell mein Pausenbrot aus dem Kühlschrank oder was auch immer ich mir zurechtgemacht habe, aus der Speisekammer genommen. Und dann habe ich noch Tschüss gesagt, Mantel, Schal um und losgedöbbelt. So, wenn das jetzt noch gewollt wird, kann man dann noch ein bisschen in den Sonny Bronzer gehen und über alles nochmal drüber gehen, um noch ein bisschen mehr Farbe zu haben. Brauche ich aber heute gar nicht. Ich habe es euch nur gezeigt. Ich habe ein wunderschönes, dezentes Tages-Make-up hierfür. Und was fehlt noch? Jawohl, Lippenstift. Und wie sollte es anders sein? Ich nehme von Make-up-Coach dann die beste Freundin. Weil jetzt wird es ja so langsam Zeit. Und dann nehme ich auch lieber das helle, dezente. Falls ich auf die Uhr geguckt habe: Oh, noch 2 Minuten. Dass ich mich dann nicht vermale. Und dann nehme ich auch nichts Dunkles. Ich will ja nur frisch aussehen. So. Und wie sollte es anders sein? Ich nehme Glanzcreme Rosa Goldene Seide, auch von Make-up Coach, und das trage ich mir natürlich mit den Finger auf. Denn das muss ich heute sicherlich im Laufe des Tages ein paar Mal nachmachen. Und schwuppdiwupp, Haare kämmen, Brille auf, fertig ist die Laube. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch unter 20 Minuten bin, habe ich letztendlich für dieses Make-up, was hier fertig war, maximal, denke ich mal, maximal insgesamt zwischen 5 und 7 Minuten gebraucht. Das andere waren Erklärungen, was für Produkte ich nutze, warum, wieso, weshalb und mein Gequatsche. Also, das ist ganz einfach mein Make-up, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich finde es gut. Was sagt ihr? Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das so handhabt, wenn es mal eben ganz schnell gehen muss, verschlafen oder wenn es schnell gehen muss oder man einen Termin verbusselt hat und in letzter Sekunde noch auf den Kalender guckt und sagt: Ich muss ja in 7 Minuten weg. Ob ihr es dann genauso handhabt wie ich. Und dafür sind für mich die Make-up-Coach-Produkte einfach ideal, weil sie leicht sind, weil sie leicht zu handhaben sind, weil ich alles auf einem Fleck habe und ja, weil ganz einfach ich gar nicht so sehr auf alles achten muss, sondern einfach auftragen, fertig, frisch aussehen.
Toll, toll, toll. Die Produkte schreibe ich euch unten rein. Wer gerne möchte, kann auch gleich über den Link unten bestellen. Dann bekomme ich eine kleine Aufwandsentschädigung. Das muss aber nicht sein. Ihr könnt gerne auch in den Shop ganz normal von Make-up Coach gehen. Könnt euch mal anschauen, was alles so für Produkte da sind und vielleicht euch etwas bestellen. Und wenn ihr euch bestellt, da halte ich immer zugute, gibt es in zwei verschiedenen Farben. Die anderen Farben habe ich jetzt gerade nicht da. Es gibt es einmal in Schwarz mit so Glitzer und einmal in Pink. Die Farben der Pinsel schön klein, passen in jede Kosmetiktasche rein. Man kann das also auch mitnehmen und dann nochmal in Ruhe in der Mittagspause während der Arbeit nochmal ein bisschen aufmotzen. Das ist immer ganz, ganz schön und das liebe ich auch. Und außerdem sind es auch noch Mädchenfarben. So, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Trinke noch meinen letzten Kaffee. Und dann muss es schnell gehen. Dann muss ich Frühstück machen, um dann meine Helden zu wecken. Wunderbar. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ein bisschen mehr Zeit ist. Tschüss, euer farbenfroh 60 Plus.